Wie reagiert man, wenn der Verhandlungspartner Bedenkzeit will? Naja, du lässt ihn oder sie nachdenken. Da ist ja nichts dabei. Wenn du es selbst eilig hast, empfehle ich dir etwas, was man Exploding Offer nennt. Exploding Offer heißt, du setzt eine Deadline, aber du sagst nicht, danach gibt es keinen Deal mehr, sondern du sagst, pass auf, ich brauche von dir bis Mittwoch Bescheid, weil nach Mittwoch wird leider mein Angebot schlechter. Das liegt aber nicht an mir, sondern externe Umstände. Beispiel. Ich sage also, okay, aber ich brauche bis Mittwoch Bescheid, weil die Kalkulation, die ich dir geschickt habe, der andere Sachbearbeiter kommt dann wieder aus dem Urlaub und das wandert dann danach erst wieder auf seinen Tisch, der muss es abzeichnen. Vorher kann ich dir das zusagen. Es kann also danach schlechter werden, will ich damit sagen. Oder, wenn Sie hier arbeiten wollen, dann, wenn Sie bis Mittwoch zusagen, kriegen Sie noch einen Firmenwagen. Danach wird es schwierig, weil die Leasingverträge werden am Mittwoch weggeschickt und wir müssen es halt bis dahin wissen. Ja, das ist ein Exploding Offer. Du kannst danach, können wir schon noch einen Deal machen, wird aber schlechter oder könnte schlechter werden, weil sich vielleicht auch die Preise aktualisieren und die werden wahrscheinlich höher sein. Ja, das ist der Punkt. Wenn du weitere Fragen hast, gerne in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal.